Hi! Guten Morgen. Bei mir ist nicht mehr morgen, es ist 12. Bis 12 Uhr morgens, nö, oder? Obwohl, ich glaube, der Morgen geht bis 12. Ja gut, dann ist ja jetzt fast nicht mehr morgen. Dann guten Tag, schön, dass ihr hier seid. Ich werde oft gefragt, wie ich es schaffe, gute Noten zu haben, obwohl ich noch so viel neben der Schule mache. Also ich persönlich habe einen YouTube-Kanal, ich mache viel auf Social Media, ich gebe noch Nachhilfe, ich mache Taekwondo, also Kampfsport, ich schreibe gerne Gedichte und gehe damit auf Poetry Slams, ich habe einen Podcast, also ich mache sehr, sehr gerne sehr viel und trotzdem schaffe ich es irgendwie ganz gute Noten zu haben. Ich hatte jetzt einen 1,0 Durchschnitt. Ich möchte euch auf jeden Fall mal ein bisschen weitergeben, weil ich es wirklich schade finde, wenn Leute denken, sie müssten ihre Hobbys aufgeben und ich möchte das nicht. Ich möchte, dass ihr eure Hobbys weitermacht, Spaß habt und trotzdem gute Noten habt. Okay? Okay, let's go. Weil ich auch sagen muss, dieses trotzdem ist vielleicht nicht ganz richtig, vielleicht ist es sogar ein deswegen, weil ich finde oft schon, dass man, wenn man sich ein bisschen ablenkt und Alternativen zu dem akademischen Leben hat, man viel ausgeglichener ist und deswegen auch bessere Noten haben kann. Deswegen auf jeden Fall weitermachen, Sport zu machen, sich irgendwie kreativ auszuleben, das ist auch wirklich wichtig für deine schulischen Leistungen, meiner Meinung nach. Der erste Punkt ist, dass ich persönlich immer meine Freistunden und Mittagspausen benutze. Also wenn ich Freistunden habe, dann erledige ich meine Hausaufgaben, lerne schon mal ein bisschen und mache da einfach alles, was ich erledigen muss für die Schule oder für andere Dinge. Also ich mache meine Freistunden immer sehr gerne schon Hausaufgaben oder fange an für Klausuren zu lernen. Das Gute hierbei ist auch, dass du meistens mit deinen Freunden oder mit Klassenkameraden da sitzt und dir dann so eine gute Study-Umgebung hat, wenn diese Menschen auch so sind wie du, dass sie gerne etwas machen wollen. Und dann könnt ihr euch gegenseitig auch immer Fragen stellen und euch helfen auch dabei, was ich immer sehr wertvoll finde. In der Mittagspause mache ich es meistens so, dass ich zum Beispiel meine Videos schneide, weil das ist eine Sache, die ist nicht super anstrengend, braucht nicht so viel Brain-Kapazität, aber ich schaffe es schon, Dinge abzuarbeiten, für die ich sonst zu Hause Zeit aufbringen musste. Und so habe ich eben mehr Freizeit zu Hause, weil ich diese Dinge schon in der Schule erledige. Deswegen ein richtiger Gamechanger ist es wirklich, die Pausen und Freistunden zu nutzen. Natürlich sollt ihr auch auf jeden Fall Pausen machen, also nicht nur 10 Stunden komplett durcharbeiten, bitte nicht, macht auch Pausen, aber falls ihr Freistunden habt und sonst nur 3 Stunden rumsitzen würdet, nutzt die Zeit gerne. Zweitens, mir ist es so wichtig, dass ich immer Dinge verstehe, weil ihr müsst wirklich zu Hause nicht viel lernen, wenn ihr in der Schule alles versteht. Und deswegen frage ich auch meine Mitschüler, ob sie mir was erklären können, weil ich finde auch, das gegenseitige Erklären bringt total viel für beide Parteien. Weil du kannst Dinge nur erklären, wenn du sie selbst grundlegend verstanden hast. Und das bringt also jetzt beiden Personen was, weil die eine Person, der würde es erklären, also perfekt, und die andere Person erklärt es und guckt somit, ob sie das eigene Wissen richtig verinnert hat, ob das eigene Wissen fundiert und, ach, ich kann auch nicht reden, keine Ahnung, wie man das sagt, ihr wisst. Deswegen immer eure Mitschüler fragen, falls ihr was nicht versteht. Und ja, macht es doch gerne in den Mittagspausen, irgendwie in den Freistunden und nutzt dort einfach die Zeit. Die dritte Sache, wie ich meine Zeit in der Schule gut nutze, ist, dass ich auch in der Schule gerne lese. Ich habe nämlich ein iPad und auf dem iPad gibt es zum Beispiel die kostenlose Books-App, wo ihr auch einige Bücher kostenlos lesen könnt. Ansonsten kaufe ich mir auch oft Bücher einfach online und lese dann auch in den Pausen oder im Unterricht, wenn ich nichts zu tun habe oder so. Und nutze einfach so die Zeit richtig gut. Leute, die in meiner Schule sind, die wissen das schon. Ich komme morgens immer ein bisschen früher, weil ich es nicht mag, relativ knapp oder so spät zu kommen. Und deswegen komme ich morgens immer früher und wir haben so Bänke auf dem Schulhof. Und ich bin einfach so Main-Character-Moment. Ich setze mich immer auf die Bank, die mitten auf dem Schulhof steht und lese dann einfach. Ich habe manchmal mein Buch dabei und lese dann einfach. Und ich denke mir immer so, okay, ist jetzt ein bisschen cringe. Weil die Klassenräume auch so gerichtet sind, dass sie auf den Schulhof gucken. Das heißt, die Jalousien sind noch unten, aber man kann rausgucken. Und da sind meistens schon irgendwelche Lehrerinnen oder so. Und die gucken dann, wie ich auf dem Schulhof einfach alleine sitze, weil da ist eigentlich keiner morgens so früh. Ich lese dann einfach und es sehen alle. Und ja, es ist teilweise ein bisschen cringe, aber es ist auch irgendwie richtig cool und voll der Main-Character-Moment. Also ja, mach das auf jeden Fall. Viertens ist der Tipp, der mir wirklich so viel bringt und weswegen ich so wenig eigentlich nur außerhalb der Schule lernen muss. Und zwar ist das wirklich, jetzt kommt aber, hört es euch an und macht es wirklich, immer im Unterricht zuzuhören. Ihr müsst das Thema wirklich verstehen im Unterricht. Wenn ihr es versteht, dann müsst ihr richtig wenig lernen. Ich verspreche es euch. Nehmt es auch wirklich kognitiv auf und versteht es. Und wenn ihr es nicht versteht, dann kommen wir direkt zum nächsten Punkt. Stellt sofort die Fragen. Also auch wenn die Fragen vielleicht erstmal dumm klingen, keine Sorge. Viele Personen werden sich die gleichen Fragen stellen in eurer Klasse gerade und sind froh, wenn du es dann eben machst. Also hebt deine Hand und fragt, könnt ihr es nochmal erklären, warum ist es so, warum ist es vielleicht nicht so? Und die Lehrer sind nicht böse. Die Lehrer freuen sich eigentlich eher und sie sehen, dass du Interesse am Unterricht zeigst, weswegen deine mündliche Note wahrscheinlich
hochgehen wird. Weil du bist nun mal in der Schule und du musst im Unterricht sein, ob du willst oder nicht. Und wenn du dann die ganze Zeit nur Heyday spielst, ja, ich kenne das, dann bringt es dir auch nichts, weil du das Ganze dann zu Hause nachholen musst. Deswegen, wenn du sowieso schon da bist, kannst du auch gleich zuhören. Und noch ein weiterer Punkt, wie ich möglichst effektiv und produktiv bin, was nichts mit dem Lernen zu tun hat, aber generell mit dem Produktivsein in der Schule, ist der Weg zur Schule. Und zwar fahre ich zum Beispiel mit Fahrrad zur Schule und habe ich gleich schon mal ein richtiges Workout erledigt, weil for real, ich muss eine halbe Stunde mit dem Fahrrad fahren. Das ist ein Workout, Leute, ich sag's euch. Oder, was ihr auch machen könnt, ist zum Beispiel Podcasts und Audiobooks anzuhören. Wenn ihr auf dem Fahrrad seid, ist es vielleicht ein bisschen gefährlich, aber falls ihr lauft oder falls ihr mit dem Bus fahrt, dann macht das doch gerne. Das waren jetzt wirklich meine Go-To-Tipps, die jeder einhalten sollte, wenn er gute Noten möchte. Also gute Noten mit wenig Lernen. Und falls ihr gute Noten haben wollt, aber wenig lernen wollt, müsst ihr auf jeden Fall gute und effektive Lernmethoden haben. Und diese habe ich euch mal zum Glück in einem ganzen Video zusammengefasst. Und zwar kommt ihr hierauf. Wenn ihr darauf klickt, dann seid ihr sofort da und seht alle gute Lernmethoden. Guckt es euch gerne an und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und hoffe, dass wir uns hier bald mal wiedersehen. Tschüss!